Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Miserere Bundle von Wolfsten. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Miserere von Wolfsten, das Ganze am 15. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das zweite Album der Band. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus dem Album an sich. Dann haben wir hier noch eine Bonus-CD, einen Sticker sowie einen Patch, eine Autogrammkarte, zwei Flyer und ein Shirt. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier ein Digipack. Oben links den Namen, beziehungsweise nicht den Namen, sondern das Logo der Band Wolfsten. Und dann haben wir hier ein ziemlich heftiges Cover. Also meines Erachtens stellt das hier Jesus dar, diese Figur hier. Und hier oben haben wir eine Gestalt. Sieht so ja, relativ untot aus, eventuell sogar der Tod höchstpersönlich. Und Jesus scheint hier gerade mit dem Tod zu ringen, der ihn hier auch schon etwas ja, ankotzt, sein Gesicht mit dem Tod überhäuft. Auf der Seite Wolfsten, Miserere und dann die Katalognummer. Auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben hier 8 Tracks an der Zahl. Und links gibt es noch den Barcode und rechts dann noch die beteiligten Labels. Das Ganze ist erschienen über Trollzorn. Wunderbarer Name für ein Label. Dann kommen wir zum Innenleben. Hier links in der Stecktasche haben wir einmal das Booklet. Hier sehen wir das Cover nochmal, allerdings etwas mehr, denn genau, hier war es etwas reingezoomt. Hier sehen wir so ab dem Brustkorb, ab dem Bauch so abgeschnitten, aber hier wirklich komplett das Cover in seiner ganzen Pracht. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Lyrics. Wunderbar. Also, die einzelnen Tracks hier abgedruckt. Und was auch spannend ist, wir haben hier zum Beispiel den ersten Track, der ist auf Englisch, sowohl der Titel als auch der Text. Aber dann haben wir hier zum Beispiel Pfad ins Dunkel auf Deutsch. Also wir haben hier wirklich ein zweisprachiges Album. Der Großteil der Tracks ist Deutsch, aber wir haben dann auch, wo haben wir es? Genau, hier zum Beispiel noch Nameless Grave, das ist auch nochmal Englisch. Also beide Sprachen hier vertreten auf dem Album. Dann zum Abschluss gibt es hier noch die Albuminfos, die Credits und nochmal das Logo der Band. So, packen wir hier wieder in die Stecktasche, dann kommen wir zur CD. Hier nochmal das Albumcover abgebildet und Rückseite schwarz. Gut, dann kommen wir gleich zur nächsten CD, zu dieser Bonus-CD, die Trollzorn Label Compilation. Die kommt in einer Papphülle und wir haben hier 12 Tracks mit drauf. Also scheinbar sind das noch andere Bands, die bei diesem Label hier unter Vertrag stehen. Allerdings von Wolfsten sehe ich jetzt hier nichts. Also die sind hier auf diesem Label-Sampler nicht vertreten. Okay, aber 12 Tracks, das ist eine Menge. So, dann haben wir die CD. Ist hier beschriftet mit Trollzorn. Kommt hier, wie gesagt, in der Papphülle. Als nächstes haben wir dabei 2 Flyer. Zum Mahlstrom Open Air. Auf der Rückseite noch Infos zu Wolfsten bzw. auch zu anderen Releases. Okay. Jawohl. So, was lesen wir hier noch zu dem Release Miserere? Was lange gärt, wird endlich gut. So kotzt uns Miserere 8 Batzen Black Death Metal vor die Füße, die sich nicht gewaschen haben. Ja, das ist auch mal eine schöne Albumbeschreibung. Dann kommen wir zur Autogrammkarte. Die sieht so aus. Das sind die 4 Bandmitglieder. Alle 4 haben hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Also Helge, Max, Manuel und Stefan. Auf der Rückseite haben wir nochmal das Logo, Website und Facebook. Sehr gut. Dann einen Patch, der kommt hier im Hochformat, in schwarz und weiß, auch hier wieder das Logo drauf. Und dann hier der Rahmen so schwarz
gestickt. Kann man sich an die Kleidung oder wohin auch immer dran machen. Ein Sticker ist mit dabei, auch hier wieder das Logo im Hochformat in Schwarz und Weiß. Und als letzten Bundleinhalt haben wir dann hier noch ein Shirt mit dabei. Das Shirt in Schwarz. Wir haben hier auf der Brust in diesem Olivfarben den Bandnamen stehen, Wolfsden, darunter den Albumtitel Misery. Und ansonsten ist das Shirt komplett in Schwarz, auch auf der Rückseite. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton. Das Ganze besteht zu 100% aus Baumwolle, Größe M. Ich glaube, die konnte man sich damals auswählen. Und wir haben es zu tun mit einem Produkt, das hergestellt wurde, wo lesen wir es da, Made in Dominikanischer Republik. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Dann haben wir die zwei Flyer. Die Bonus-CD hier, diese Label-Compilation von Trollzorn mit 12 Tracks in der Papphülle. Der Sticker im Hochformat, ebenso wie der Patch. Die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Und natürlich das Album an sich, Misery von Wolfsden mit 8 Tracks hier im Digipack. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Misery von Wolfsden. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Wolfsden unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.